Weihnachten in Deutschland. Wie feiert man Weihnachten? Egal, ob du Christin oder Christ, Muslim, Hinduist oder Buddhist, Agnostiker oder Atheist bist, ich wünsche dir von Herzen eine schöne Weihnachtszeit. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie ich als Kind in Bayern Weihnachten gefeiert habe. Die Vorweihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit ist eigentlich die schönste Zeit. Weihnachtsmärkte, Plätzchen backen, Advent feiern und natürlich der Adventskalender. Jedes Kind, aber auch viele Erwachsene besitzen einen. Jeden Tag vor Weihnachten darf man ein Türchen öffnen. Dahinter ist entweder ein Bild oder Schokolade. Ich hatte auch einen Geschichten-Adventskalender. Jeden Tag gab es ein Kapitel aus einer schönen Geschichte. Besonders schön ist es, wenn man den Adventskalender selber bastelt. Meine Großmutter hat das für mich gemacht. Man kann kleine Zettelchen mit Botschaften, kleine Geschenke oder Gutscheine reinpacken. Die Adventsfeier, das sind die Sonntage vor Weihnachten. Die Familie kommt zusammen. Man singt Lieder, isst Plätzchen und erinnert sich daran, dass wir dankbar sind über das gute Leben, das wir haben. Im Dezember ist auch der Monat, in dem man viel für gute Zwecke spendet. Der Adventskranz. Jedes Jahr hat meine Mutter einen Adventskranz selber gemacht. Am ersten Advent, an einem Sonntag, 4 Wochen vor Weihnachten, zündet das jüngste Kind die erste Kerze an. Plätzchen, Stollen und Lebkuchen. Ja, die Plätzchen. Was wäre Weihnachten ohne sie? Jede Familie hat ihre eigenen Rezepte, auch wenn du heutzutage natürlich alles im Internet finden kannst. Plätzchen sind Kekse, die es nur in der Weihnachtszeit gibt. Traditionelle Plätzchen sind zum Beispiel Vanillekipferl, Kokosmakronen, Zimtsterne oder Butterplätzchen, die besonders toll für Kinder sind, weil man sie bunt verzieren kann. In der Schweiz sagt man zu Butterplätzchen Mailänderli und es gibt auch die Spitzbube, das sind die spezielle Mailänderli mit Konfitüre in der Mitte. Christstollen gibt es in vielen Formen, Mandel, Marzipan, Nuss und Quarkstollen. Der bekannteste ist der Dresdner Stollen. Hast du gewusst, der klassische Stollen muss einen Monat gelagert werden, dann schmeckt er besonders gut. Übrigens ist es sehr wichtig, dass die Plätzchen nicht nur gut schmecken, sondern auch schön aussehen. Man verziert sie daher sehr schön. Sie sind richtige Kunstwerke. An den Adventstagen und an Weihnachten selbst richtet man sie auf einem Plätzchenteller an. Lebkuchen oder Pfeffernüsse sind größere Gebäckstücke aus einem dunklen Teig mit vielen Gewürzen. Als Kinder haben wir oft ein ganzes Lebkuchenhaus gebacken, wie in Hänsel und Gretel, dem Märchen. Man kann den Lebkuchen auch als Christbaumschmuck und als Deko benutzen. Apropos Deko. Der Dezember ist eine dunkle und kalte Jahreszeit in Deutschland. Deshalb sind Lichter und Kerzen so wichtig. Das ganze Haus ist festlich dekoriert. Und dann gibt es natürlich noch den Christkindlmarkt. Der Weihnachtsmarkt oder der Christkindlmarkt. Generell Christkindlmarkt ist eher ein Begriff aus dem Süden, auch in der Schweiz. Christkindlmarkt. Und Weihnachtsmarkt ist eher in Mittel- oder Norddeutschland. Ich spreche jetzt von den kleinen, von den schönen, den kleinen und traditionellen Märkten und nicht solchen, auf denen es Plastikschrott, Kommerz pur gibt. Auf echten Christkindlmärkten gibt es handgemachte Geschenke, traditionelles Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und natürlich Glühwein, Kinderpunsch, Apfelküchlein, Schokofrüchte, Lebkuchen und viele andere leckere Sachen zum Essen. Nicht fehlen darf dazu ein Weihnachtskonzert.
egal ob das eine große Band ist oder ein Kinderchor. Apropos Weihnachtsmusik. Das Weihnachtsoratorium von Bach. Einmal in der Adventszeit geht man in eine Kirche und hört sich das wunderschöne, ergreifende Weihnachtsoratorium an. Natürlich kann man es auch im Fernsehen anschauen oder im Radio anhören. Der Heiligabend. Es gibt so viel über den 24. zu erzählen und jede Familie hat natürlich auch ein bisschen andere Traditionen. Deshalb erzähle ich ja auch über. Fangen wir mit dem Baum an. Bei uns in der Familie hat das Christkind den Baum und die Geschenke gebracht. Am 24. durften wir also nicht ins Wohnzimmer. Meine Eltern haben den Baum heimlich geschmückt. Mit Kugeln, kleinen Vögeln, Sternen, vergoldeten Tannenzapfen und Schokoladenkugeln zum Essen. Man geht entweder vormittags in die Kirche oder auch nachmittags oder abends. Am Vormittag spielen Kinder ein Krippenspiel, die Geschichte von Maria, Josef und Jesu Geburt. Natürlich gibt es auch abends einen Weihnachtsgottesdienst, der ist dann oft für Erwachsene oder Ältere. Dann, man weiß nie genau wann, klingelt ein zartes Glöckchen. Das Christkindchen mit seinen Helferlein ist gekommen. Das Wohnzimmer ist ein einziger Traum. Es duftet nach den frischen Nadeln des Tannenbaums, nach Kerzenwachs, Zimt, Orangen und Nelken. Der Tisch ist festlich geschmückt, der Adventskranz und viele Kerzen leuchten. Da, unter dem Tannenbaum, neben der Krippe, blitzen die Geschenke hervor. Die darf man aber erst viel, viel später auspacken. An Weihnachten geht es nicht nur um Geschenke. Es geht um die Geburt Jesu, der in einem Stall geboren ist in Armut. Es geht um Frieden, um Liebe und darum, dass Gott, wenn du daran glaubst, die Menschen liebt. Martin Luther King hat gesagt, es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht, die Finsternis. Die meisten Deutschen feiern diesen Tag sehr besinnlich. Man ist zusammen in der Familie, isst etwas Leckeres, singt Weihnachtslieder und tauscht Geschenke aus. Für mich ist Weihnachten noch immer ein Fest der Liebe und nicht des Kommerz. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Dankbarkeit zeigt und sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentriert. In diesem Sinne wünsche ich dir Liebe, Besinnlichkeit und Familienzeit. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Danke, dass du mich auf YouTube in diesem Jahr begleitet hast. Und ein extra Dankeschön an meine tollen Patrons. Wenn du jetzt noch Lust hast, ein bisschen Deutsch zu lernen, schreib mir unter dem Video. Was ist das wichtigste Fest für dich? Beschreib mir die Traditionen. Was machst du und was findest du besonders schön daran? Was sind deine Kindheitserinnerungen? In diesem Sinn würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst oder mir einen Kommentar gibst. Teile das Video über diese Botschaft und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!